The note in the Free Trader's vault mentioned Gorman Truett, or Norman Druert, as he likes to call himself, frequenting a brothel in the city the second night of every week, carrying his diary. Apparently, it's filthy and cheap enough to ward off any rich nobles or influentials he might accidentally bump into. Even if any of these fat cats did see each other, they would pretend it never happened, at least until one was ready to blackmail the other. Unfortunately for Truett, I'm not one of those fat cats. Truett has really been cracking down on prostitution in the city, or so I've heard in my short time here. This means I should be able to find some means of exposing him and use it as leverage for information. I've got to find that book Neeson mentioned. If it's as detailed as Neeson said it would be, it should have some record of Kadar and what has become of him. I'll have to grab it before I'm noticed and then get out. The book should have some dirt on the good sheriff as well, but I think I've done enough exposing criminals for the time being. I couldn't care less about the morality of this corrupt city's leaders and politicians. I just want to find Kadar. Vom schlechten Ruf. Ja, jetzt werden wir uns in ein Vergnügen stürzen. Die Schwierigkeitsgrade variieren hier wieder leichte. Wir haben hier normal, hart und Experte. Experte haben halt noch eine zusätzliche Mission. Auf normal. Finde einen Weg an den Schlägern vor der Tür vorbei und betrete das Bordell. Überfliege das Gästebuch, damit du Truett leichter findest. Optional. Mal sehen, ob wir das überhaupt finden. Finde und lies Truetts Tagebuch, weil nur daher wissen wir, wo Kedar überhaupt ist oder was mit ihm passiert ist. Lass Truett in Frieden, du hast schon genug Feinde, ohne den Sheriff auf dich aufmerksam gemacht zu haben. Also wir dürfen Truett nicht anfassen, was ja wohl logisch ist, weil wenn wir ihn hier töten würden, würde das in Thief 2 nämlich nicht funktionieren, würde das die ganze Sache mit Garrett nicht funktionieren. Sammle Beute im Wert von 600 und geh wieder auf die Straße vor dem Bordell, wenn du fertig bist. Übrigens können wir vor dem Bordell auch noch sehr viel Zeug noch stehlen. So, hier variiert es, dass wir 1000 sammeln müssen. Und auf Experte, du hast Gerüchte gehört, dass Volari eine kleine Spielhölle für die bevorzugten Kunden des Bordells hat. Aus diesen Operationen muss es irgendwo Einnahmen geben. Mach sie zu deinen Einnahmen. So, also werden wir noch ziemlich viel stehlen. Und ich glaube, in dieser Mission gab es auch 2000 und mehr zu stehlen. Und deswegen gucken wir mal, ob wir es hinbekommen. Übrigens, zu der Mission davor, das war ja das mit den Schlägern, wo wir, wo ich Ewigkeiten nach dem Lager gesucht habe. Ich habe es gefunden, Leute. Ich habe es gefunden. Ich habe dieses versteckte Lager noch gefunden, weil ich habe in Ruhe nochmal nachgeguckt. Dann habe ich es immer noch nicht gefunden und dann habe ich mal einen Hinweis nachgegangen. Es soll ein zerstörtes Fenster geben. Und ja, in der Nähe von Neesons, Lagerhaus oder was auch immer, also seine Kammer, wo er pennt, von Neeson, vom Anführer, ist ein zerstörtes Haus, Fenster links. Da kann man raussteigen und genau unter ihm, unter Neesons Bereich, ist das geheime Lager gewesen. Ich habe es also noch gefunden, deswegen nicht wundern, warum ich jetzt ein bisschen mehr Geld habe. Ich habe auf dem Weg auch noch in der Küche, glaube ich, noch eine Flasche gefunden und hatte damit fast 100% Loot. Ich glaube, irgendein kleinen Gegenstand hat mir noch gefehlt, aber es war knapp daran. Also 1955 war, glaube ich, das Maximal-Loot. Und ja, wir haben jetzt übrigens Heuschreckennester dazu bekommen. Diese heidnische Erfindung, gezüchtet unter der Erde, wird einen Schwarm von Insekten freisetzen, die Leichen jeder Größe verschlingen. Also, falls wir jemanden töten sollten, können wir damit die Leichen verschwinden lassen. Also nichts mehr in die Ecke stecken oder sonst was, damit können wir Leichen verschwinden lassen. Ziemlich praktisch, werde ich aber, denke ich mal, nicht machen müssen. So, wir brauchen auf jeden Fall Wasserpfeile, weil wir werden uns wieder in ein Haus umsehen müssen. Moospfeile nehmen wir mal einen mit. Noch zusätzlich. Wir haben keine Seilpfeile, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Das ist total schlecht. Wir könnten noch eine Blendbombe mitnehmen für den Fall. 2 Stück. Na gut, machen wir Moospfeile. Wir müssen ja direkt auf Schleichen übergehen, weil ich will ja versuchen, niemanden zu töten. Auch wenn wir jetzt hier schwere Spinnen zur Verfügung haben. Es wäre nicht so gut. So, und hier nochmal eine letzte Blitzbombe. So, sind wir optimal ausgerüstet und los. So, Quick Save. Wir müssen jetzt ins Bordell gelangen. Hier ist unsere Karte. Das ist Notizen. Ihr seht, es gibt mehrere Eingänge. Es gibt einen Hintereingang. Es gibt auch, wie der sagt, ein... was ist denn das? Ist das Teil von Sunnyport? Ich glaube, das ist die Marktstraße. Wir sind ja immer noch in Sunnyport, wenn ich mich nie irre. So, und jetzt müssen wir gucken. Es gibt, wie gesagt, Wege hineinzukommen.
Es gibt aber auch erstmal hier draußen in der Stadt gibt es noch einiges, was man stehlen kann. Deswegen werde ich mir erstmal das holen, bevor wir ins Bordell gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen wirklich ins Bordell. Habt man ja im Intro, im Briefing gut mitbekommen. Was denn hier? Hier ist ja auch eine Tür. Auch abgeschlossen, okay. Hat man im Briefing gut mitbekommen, dass man... Wow. Okay, wir sind anscheinend hier irgendwo in einer... Wird hier Wein hergestellt? Ach, hier geht's mal wieder raus. Ja, ohne Seilpfeile wird das richtig ekelhaft. Oh, ich wollte jetzt schon diese Musik. Diese ruchlose Musik. Ich will eigentlich noch nicht ins Bordell. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, Leute. Ach, das ist es schon, oder? Gucken wir mal. Ja, das ist es schon. Gut, egal, wir werden uns erstmal hier außen noch umsehen, bevor wir da reinsteigen. Und wir werden auch da... Ich glaube, das war auch eine Mission, die für mich sehr verrückt war. Also, ich sag mal so, das Anwesen ist, wie man es sich im Bordell vorstellen kann. Das Problem ist aber auch die Reaktion, die man dort mitbekommt. Ich glaube... Wenn ich jetzt so richtig sehe, ich glaube, hier gibt es gar nichts zu stehlen außen. Also nicht in diesem Bereich. Also hier könnten wir auch rein. Ich werde auch, glaube ich, diesen Weg hier nehmen. Ich gucke mich hier nur um. Ist natürlich sehr duster für euch wieder. Ob es noch irgendwas hier gibt. Hier haben sie es zugenagelt. Nur normale Geschäfte und hier ist auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir ins Bordell. Dann wird es wahrscheinlich nur außerhalb geben, weil hier erscheint nicht. Dann gucken wir uns erstmal im Außenbereich um, bevor wir reingehen. Hier haben wir natürlich wieder viele Wachen. Aber sehr viel Dunkelheit, sehr viel Dunkelheit. Weil es ja Nacht ist. Und das ist unser Vorteil. Hier ist mal ein Vogelnest gewesen. Hier kann man auch reingehen. Wahrscheinlich kommt man so ins Innere. Hör ich da Barracks? Das eine Wache. Ah, dass die jetzt alle andere Waffen haben. Das ist... Ich höre hier wirklich Barracks. Warum haben die hier Barracks? Warte mal, gucken wir mal kurz. Finde einen Weg an den Schlägern vor der Tür vorbei und betrete das Bordell. Na toll, wir haben einfach den direkten Weg genommen. Jungs, keine dreckigen Sachen oder schlammigen Stiefel in der Eingangshalle. Die gnädige Frau will den Platz blitzsauber sehen, wenn sie zurück ist. Und Finger weg von den arbeitenden Mädels oder bei meinem Schwert. Ihr werdet wertvoll... Was? Werdet wertvolles verlieren als nur euren Wochenlohn. Das kann ich mir vorstellen. Schnipp, schnapp, zippel ab. Ach Mann. Oh Gott. Hier sind ja wirklich... Oh oh. Der hat mich kurz gesehen oder gehört. Start und Modus. Ja, ich glaube, in dieser Folge gibt es einiges zu gucken. Also für die männlichen Herren unter euch. Viel Spaß. Und wir spielen eine Frau, die es nicht mal genießen kann. Guck mal, hier sogar mit Tanzstangen. Also hier ist alles da, Leute. Hier ist alles da. Wir gehen mal kurz an die Wache vorbei. Ich bin mal überlegen, ob ich hier die Lichter ausschalte. Also nicht seine Lichter, sondern hier die Lichter. Was steht hier? Gäste werden gebeten, ab hier nicht ohne Begleitung weiterzugehen. Das stimmt. Ich hoffe, ich komme hier nicht ungelegen. Die spielt nackt Klavier. Und das Geld. Mal sehen, wo geht's hier hin? Büro. Oh.
die es mitbekommt, wenn ich jetzt hier einfach knacke. Bitte nicht umdrehen, das, ich weiß nicht, ob ich dann nachher vielleicht... Man könnte ja was sehen, Leute, man könnte ja was sehen. Warte mal, habe ich jetzt denselben Dietrich zweimal benutzt? Ja, nee, habe ich nicht. Okay, vorsichtig. Die scheint auf jeden Fall nicht mehr ganz normal zu sein. Die ist, glaube ich, betrunken. Und hier mal Klo. Und wir müssen natürlich Truart finden, beziehungsweise sein Tagebuch. Das ist unser Hauptziel. Aber wir werden trotzdem nach diesen geheimen Einnahmen suchen. Diesmal, Leute, will ich das Optionale nicht übersehen. Ich habe mich leider wieder, wie gesagt, nicht gespoilert. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Leute, wir bitten euch, einen Ersatzschlüssel aus dem Haus zu nehmen. Der Seiteneingang darf nur im Falle von Beric-Befall feuern oder dem Entfernen von Verrückten entriegelt werden. Die Hausverwaltung. Okay, wir brauchen auch noch den Schlüssel, weil man sieht, wir kommen hier... Verzeihung. Wir kommen hier absolut nicht weiter ohne Schlüssel. So. Ich gehe dann erstmal nach oben. Hihi. Wow, da ist was... Ja, man muss hier ein gutes Auge haben. Also sowieso, wenn man ein Bordell ist, braucht man sowieso ein gutes Auge. Oh, was haben wir denn hier? Vor allem hier alles so schön abgedeckt noch. Ich muss aber sagen, sehr erotisch sieht es hier nicht aus. Also, sieht für mich noch viel zu normal aus. Es soll ja eine gute Atmosphäre erschaffen. Okay, warte mal, ich mach mal hier den Gang dunkel. So. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Seil. Sieht aus wie ein Geheimgang. Was? Ist das... Ach so, verstehe schon. Das ist das Samaritenzimmer. Also hier kann man quasi bestraft werden oder so. Deswegen wahrscheinlich die Hämmer. So, was steht denn hier drinnen? Das ist aber Bauerbuch über die vertretenen Doktrin 32. Wenn du unartig bist, dann wirst du persönlich von der Gattin des Erbauers den Hintern voll bekommen. Sie wird dich mit den Werkzeugen des Erbauers bestrafen und du wirst nie wieder unartig sein. Alter. Also ich sehe schon, das ist hier das, ja. Das ist ja etwas spezieller. Also es gibt hier auch mehrere Variationen. Rollenspieltechnisch. Alter, ist das Duster? Ich sehe hier gar nichts. Okay, hier war nur die eine Kiste drin, mehr war hier nicht. Gucken wir uns mal hier hinten rum. Ah, hier ist nur die hintere Seite und hier ist nichts. Das ist echt nur eine Kulisse, die hier aufgebaut wurde. In diesem Riesenraum. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier hinten. Okay. Wir suchen alles ab. Ich gucke diesmal auch Fenster an, weil das war mein Fehler. Ich habe nämlich hier die Fenster das letzte Mal... Wie gesagt, das war ja bei Niesen das Problem, dass wir die Fenster nicht... Warte mal, mehr war hier nicht? Nicht irgendwie ein religiöser Schmuck, der an Stellen eingeführt wurde, wo es nicht hingehört? Okay, hier nicht. Was haben wir hier? Okay, Chamber Pot Brown. Das muss wohl das Affenzimmer sein. Ach, der ist in einem Affenkostüm. Okay, das ist sehr bizarr, Leute. Das ist sehr bizarr. Ich würde gerne mal wissen, was man da hört, wenn man das Ding abspielt. Achso, Dschungelatmosphäre. Das ist ja cool. Gibt's hier irgendwas zu stehlen? What is that? Okay, one more thing to do and then it's bedtime for me. Bedtime, ja. Great. First the runs, now I'm seeing things. Ich gehe hier lieber raus. Okay, hier geht's raus auf die Straßen. Probably just those guys playing with my head again. See you next week then. I'll bring some extra jewelry. We've just received a shipment from the south. So pretty. Like you. How about one last kiss? That'll have to wait till next week. See?
see you then, darling. Okay, I've had it. Next person to ask for a foot washing loses a toe. Ach, je. Manche verstehen es nicht, dass diese Mädchen das nur als Job machen. Ja, ja, Frauen können da ihre Gefühle komplett ausschalten teilweise. Also es gibt welche, die es können, es gibt welche, die es nicht können. So, dann gucken wir uns mal hier um bei der netten Dame. Oh, das sieht ja... Oh, die Lampe ist super. Guckt euch mal die Lampe an. Gesundheit. Die ist super. Ich guck mal, ob ich hier vorbeischleichen kann, ohne mit gesehen zu werden. Die kriegt mich doch mit. Wenn ich aufs Bett hüpfe. Hört die das? Hier ist eine Nachricht. Habe heute einen Brief im Gang gefunden. Sah wichtig aus, also nahm ich ihn mit. Stellte sich heraus, dass er von diesem mysteriösen Herrn Ruart ist. Wieso wird er mit D geschrieben? Ich dachte, er wird immer mit T geschrieben. Bei dem Madame in letzter Zeit so viel Eindruck schinden wollte. Nur, dass sein Name nicht Ruart und er nicht bloß irgendein reicher Kunde ist. Ich verstand nicht alles, was im Brief stand. Hauptsächlich Politisches. Aber der Typ, dem Herrn Ruart, oder wie auch immer er heißt... Er schrieb, dass er einen cleveren Decknamen benutze. Ach so! Der hat einfach sich Druart genannt, obwohl er Druart heißt. Der ist so clever, dieser Deckname. Diesen Brief schicken wollte, dass einer der Adligen seinen Lord K. Wahrscheinlich Lord Karras. Er konnte das bloß sein. Das kann nur bedeuten, dass Herr Truart ein sehr mächtiger Mann ist. Ich wünschte, ich wüsste sehr über Politik. Das ist alles so aufregend. Heute Nacht habe ich gehört, wie Truart Madame etwas ziemlich Brutales gesagt hat. Ich habe an der Tür gelauscht und so getan, als hätte ich meine Halskette verloren. Er hängt Leute auf oder jemand anderes tut es für ihn. Wer ist er? Ich glaube, ich weiß, wer Herr Truart ist. Ich wollte heute eigentlich Madame danach fragen, konnte mich aber nicht überwinden. Was, wenn sie mich wieder auf der Straße schickt, weil ich so neugierig war? Oder wenn sie ihn dazu bringt, irgendwas Scheußliches mit mir anzustellen? Nein, es ist am besten, wenn ich nicht mit ihr darüber rede. Okay, das ist sehr interessant. Gut, dass das so gedämpft hat, das Bett. So konnten wir noch ein bisschen was mitnehmen. Weiter geht's. Oh, hier ist ein abgeschlossenes... Da kommt jemand. Wer ist das? Oh, ein Mädchen. Ach ja. Ach nö. Wie soll ich denn hier reingehen, ohne dass die mich sieht? Da ist Geld. Warte mal. Did I see something? Da kommt eine Wache. What's that noise? Sonst ist hier nichts. I saw something. Die steht so ungünstig. Naja. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal rein. Gesundheit. So, jetzt haben wir diese, sag ich mal, die Schlafbereiche durch. Ich mach mal das Licht hier aus, damit ich diesen Korridor ein bisschen safe habe. Jupp, genau deswegen. Was ist denn das? Eine Flasche. Und da unten geht's runter. Da unten müssen wir nochmal hin, weil wir müssen zum Empfang. Ich würde wetten, dass Truett in einer der höheren Suiten schläft. Wir haben nicht den Hausschlüssel. Ohne Hausschlüssel kommen wir hier nicht weit. Ich gehe nochmal da hinten lang. Scheiße, er hat die Lampe wieder angemacht. Drecksack. Oh. Mit Fesseln. Das ist natürlich sehr elegant. Ich glaube, da... Die ist tot. Ich glaube, die ist tot. Did I see something? So ach ja. Es ging bestimmt um Geld. Die sieht übrigens aus wie so eine Plastik... So eine aufblasbare Puppe. Warte mal. Ich mach die mal weg. Es hat nicht funktioniert. Die Leiche hat sie nicht aufgelöst. Wow!
Oh, wir haben da so eine Riesenaxt. Der hat mich gesehen durch die scheiß Dinger. Das ist ja doof. Okay, wir machen das nochmal. Holen uns das Geld und hauen ab. So. Verdammt. Ich komme hier nicht durch. Alter Schwede. Hm. It seems there's something for every taste here. Also das ist krass einfach nur. Also ich kann niemals nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sowas mögen. Aber man sagt ja immer, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber ganz ehrlich, dieser Spruch mit den Geschmäckern, manchmal kann man nur dazu sagen, manche Leute sollten diesen Geschmack nicht führen. Das ist nicht gesund. So. Okay, egal was die da drüben machen, ich gucke, ob es da was Goldiges gibt. Ich glaube, die würde ich lieber nicht stören. Hopp. Und einen Fahrstuhl haben wir hier. Gehen wir erstmal wieder nach unten. Ja, weil oben wird wahrscheinlich Turret sein, aber ohne Schlüssel kommen wir nicht weit. Erst wenn wir den Hausschlüssel haben. Oh. Ist das ein Easter Egg? Ich habe einen Basketball gefunden. Eine Türklinke. Ein paar Säcke. Da ist eine Blitzbombe. Übrigens habe ich noch keinen Moospfeil gefunden. Bestimmt habe ich einen übersehen. Oh, oh, der kommt hier nicht rein, oder? Hey. Oh. Hey. What was that noise? Ah, die Truhe kann ich nicht öffnen. Was steht denn hier? Hey, Glionwick. Ich muss es dir erzählen, bevor ich heute auf Nachtschicht gehe. Hanrad hat einen Arschtritt gekriegt. Wurde erwischt, wie er mit einer der Schönheiten rummachte. Ach, gab vielleicht Schunk? Kann ich dir sagen. Bevor er ging, hat er noch eine von der Madame ihre Lieblingsvasen zerdeppert. Vom Balkan aus den alten Stinkstiefel Lord Hillbland auf den Kopf gepieselt. Und den Safe-Schlüssel vom Spielzimmer an Binky verfüttert. Was für ein Abend, Braddock. Binky? Ist Binky vielleicht der... Wow, ich wollte jetzt gar nicht springen. Ist Binky vielleicht der Beric? Wer ist das denn? Ist das die Madame? Warum sind die Madames immer fat? Wobei es gibt ja auch welche, die haben so eine viele Vorliebe. Noch so neue Schreckennest. Ja, viel zu wenig Wasserpfeile. Well, it must be a misunderstanding. Would you tell Sally that I'm sorry? I'm afraid that for a moment I... Oh Gott. Was zum Teufel? Was habe ich getan? Warte mal, was steht denn da? Bitte nicht berühren. Maschinenbauer. Na, dankeschön. Ich glaube, ich sollte erstmal Schilder lesen, bevor ich es aktiviere. Ich habe mich übelst erschrocken. Oh Gott. A gold chain, you say? Have you looked everywhere? Might it not have fallen off during your, Aber ich kann es als Ablenkung nutzen. It most certainly did not. That chain is a family heirloom. And I would never be so careless with it. I'm sure it must have been stolen. By Sally. But Mr. Harper, I can assure you that none of my girls would dream of stealing from a guest so charming and well-liked as you. They talk about you, you know.
Sally speaks so well of you that the other girls are practically begging you. Let them take care of your needs. That only happens with a very few and select group of customers. Okay, wir haben hier also auch noch einen Ein- und Ausgang. Wie viele Wege es gibt, in dieses Bordell zu kommen. So, you going to the Shroom Bar again tomorrow? Nah, not in the mood for it. Das ist der Haupteingang. Die dürften mir eigentlich nichts tun, weil ich bin ja noch auf den Straßen. Ich darf mich ja nur drinnen nicht erwischen lassen. Oh, hier liegt jemand. Schlüssel der Wache. Aber für was ist das? Was ist der Schlüssel? Ist das der eine Schlüssel? Ist es der eine Schlüssel, den wir suchen? Wenn ja, dann ist es gut, dass wir langgegangen sind. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, jetzt sind wir hier hinten. Okay. Ich guck mal mich ein bisschen um hier. Ich gucke mal, ob ich hier draußen rumlaufen darf, ohne dass sie mich gleich hops nehmen. Maybe I should try the back door. Ja, ich weiß, Hintereingang. Wer ist das denn? Sieht aus wie so ein Schmied oder sowas. Ich glaube, der hatte gerade ein gutes Erlebnis gehabt. Ich würde ihn gerne hinterher gehen. Guck mal, wo der lang geht. Warte mal, der hat... Scheiße. Ah, wir können hinterher. Der hat nicht nur einen Schlüssel, wir haben auch einen Schlüssel. Gucken wir mal, wo er lang geht. Warte mal, was ist denn das hier? Ich guck mich mal kurz hier um. Oh nein, ich höre Spinnen. Eine kleine Spinne, okay, das ist jetzt... So richtig verstanden habe ich jetzt den Raum nicht, warum wir da nur einen Türknauf bekommen haben. Aber egal. Mann, wir sollen noch so viel stehlen. Das wird sehr interessant werden, die Mission. Okay, hier geht's nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Oh, da hängt jemand. Wo sind wir denn hier? Ich habe auf jeden Fall seine Spur verloren. Hello? Who's there? These old buildings are always making strange noises. Guards! Na ja, toll, jetzt sieht er mich auf einmal. Zufälligerweise. Du hast nichts gesehen. Müssen wir halt andersrum. Also hier hat er sich hingestellt. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier gibt es doch auch einen Eingang, kann das sein? Ne, hier kamen wir her, okay. Und hier geht es nicht weiter. Also gibt es nur diesen einen Weg. Was ist denn das hier hinten? Das sieht aus wie die Polizeiwache. Das ist bestimmt die Polizeiwache. Warum können wir hier bis zur Polizeiwache gehen? Haben Mariten werden hier auch aufgespießt? Und der Wache ist hier vorne. Interessant, dass man so weit gehen kann. Dass die sowas hier mit eingebaut haben. Also so richtig bringt es, tut es nicht. Das ist nur eine kleine Information, dass man hier sieht, dass die hier auch rumwuseln. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Abgeschlossen, warte. Wo ist mein Schlüssel? Der Schlüssel ist weg. Okay, wir können ja aber auch einbrechen.
Also wir müssen eh zu dem Barrick, weil dort soll sich ja... Es könnte sich ja der andere Schlüssel befinden. Okay, was ist das hier? Das ist die Kanalisation. Oh, oh. Okay, gut. Ah, das ist so viel zu erleuchtet und das ist alles keine Fackeln. Verdammte Elektrizität. Wir müssen darüber, aber wir müssen leise sein, weil er hört uns, wenn wir herumschwimmen. So, wir brauchen Wasserkristall. Okay, jetzt kann er eh nichts machen. Er kann ja schlecht ins Wasser springen. Oh Gott. Was? Warum kann ich nicht greifen? Nein! Ach, shit. Ich muss die, glaube ich, ein bisschen weiter schießen. Scheiße, ich habe schon da gespeichert. Hallo? Saya, greif doch mal da hoch. Die greift da nicht. Das ist so dämlich. Ich hätte nicht speichern sollen. Das ist wieder ein verschwendeter Pfeil. Ah, wie mich das ankotzt. So, wir sind drüben. Tja. George, bist du ein Berserker oder was? So, wir gehen mal hier lang. Oh, einen Geheimgang habe ich gefunden. Feuerpfeil, der Moospfeil, wir haben ihn gefunden. Jetzt bin ich zufrieden. Wir haben ein Secret gefunden. Manchmal lohnt es sich. Achso, jetzt sind wir hier hin. Okay. Gut, dann speichere ich ab. Und dann suchen wir uns einen anderen Weg hinein. Das war übrigens da oben der Balkon, da waren wir ja schon mal gewesen. Ich höre jemanden. Hier kommen wir nicht rein, das ist wieder so eine hintere Seite. Hier kommen wir nicht rein. Ich würde euch am liebsten alle K.O. schlagen. Aber das mache ich nicht. Hey, did you notice anything funny? So, unser Barrick-Freund. Den müssen wir genau kontrollieren. Das Problem ist jetzt, ich müsste jetzt die Fackel löschen. Ich hoffe, er hat den Schlüssel gefressen und wir ausgeschissen. Vor allem, der ist zahm anscheinend. Weil die Wachen tun ihm nichts und er tut mir nichts. What is that? Oder die arbeiten zusammen. Irgendwo sind hier Fliegen, also muss da auch irgendwo dumm sein. Geht doch mal weg, ihr blöden Wachen, mit euren dämlichen Großäxten. Brinky, nicht füttern. Ist der zahm? Ich könnte schwören, der ist zahm. Okay, da kommen wir nicht durch. Oh Gott. Scheiße, der tut einem was. Okay. Ich will doch nur mal gucken, ob du eine Schlüssel hast. Leute, ich bring mal kurz Brinky um, weil ich nämlich nicht weiß,
ob er den Schlüssel hat. Wenn er den Schlüssel hat, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Wenn er keinen hat, dann können wir ihn ignorieren. Tut mir leid, Twinkie. Aua. Er hat den Schlüssel. Okay. Er hat den Schlüssel. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir Brinky überlisten. Komm so nicht an den Schlüssel ran. Okay. Wir haben den stinkenden Schlüssel. Wir haben also quasi gerade in die Scheiße gewühlt. Was man nicht alles tut. Was man nicht alles tut. So, da ist eine Wache. So. Hier haben wir doch noch ein bisschen Loot. Wir haben jetzt endlich den Schlüssel. Wir können jetzt hier eigentlich uns umsehen, weil das ist der Schlüssel, der alles öffnet. Oh Gott. Okay, hier haben wir einen Safe Room. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ach, halt die Klappe. Warte mal, hier läuft doch die Bedienstete immer lang, oder? Ja, hier läuft die Bedienstete immer lang. Hier kam ich, ja? Achso, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das? Ich traue mich hier gar nichts anzufassen. Was? Wie widerlich ist das denn? Das ist eine Spycam. Hier kann man, ja, und dann noch, natürlich. Und das hier Klopapier ist, ja, das kann man sich, denke ich, mal zusammenreimen. Alter, die Entwickler, die hatten echt, die hatten Fantasien. Hier ist ja absolut, das ist absoluter Suhl. Ich weiß, wir haben... Wie sieht es eigentlich aus? Wir waren noch nicht überall. Wir waren noch nicht im Empfang. Und hier hinten waren wir noch nicht. Aber ansonsten waren wir fast überall unten. Jetzt müssen wir nur noch hoch. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Fuck. Warum sind hier Betten? Okay, der geht wieder runter. Ne, der geht wieder da lang. Okay, hier könnte ich wieder runtergehen und vielleicht auf ein anderes Fenster. Gucken, wie der läuft. Der läuft wieder zurück. Okay. Es gibt sogar die Möglichkeit, hier oben reinzukommen. Okay, das sind die billigen Zimmer hier. Ja. Oder sind wirklich die Schlafkammern? Das ist die Tote? Oh, ein Badezimmer. Ne, ein Klo ist das. Na, Badezimmer trifft es eigentlich trotzdem. Shitty. Der hat uns mitgekriegt. Bloß leise. Auf dem Klo versteckt. Ich wollte eigentlich nach unten. Verdammt. Ich weiß nicht, wo er sich will. Ich komme unten nicht weiter, weil überall Leute sind. Und hier oben muss ich hin. Alles führt zurück. Und die machen die Lichter an. Das ist das Doofe.
So, ich hoffe, dass mir die Bedienstete nicht entgegenkommt. Warum Bedienstete? Ich mal sag mal, ich könnte ruhig es aussprechen, was sie ist, aber das sollte man nicht sagen. Das ziemt sich nicht. Man muss auch ein bisschen Respekt vor Frauen haben. Selbst wenn sie billige Schlampen sind. Warte mal, das Licht können sie nicht mehr anmachen. Oh Gott, Bogenschützer. Okay, lauf nicht hier lang, bitte. Start und Modus. Boop. Okay, das ist die eine Wache. Und da hinten sind die Tanzstangen. Das heißt, wir sind in der Nähe vom Eingang. Oh, eine Brille und ein Gästebuch. Gäste und Gastgeberinnen. Lord Kirin Kara Barzahlung. Aha. Meister Eldrin Sally Barzahlung verlor einen goldenen Armreif. Herr Rod Laurel and Bridget Güterzahlung. Ein dicker Teppich aus den Süden. Gute Qualität. Herr Rubak Stella blieb über Nacht, zahlte das Doppelte. Keine Probleme. Hä? Achso, man kann hier noch umblättern. Herr Galter, Kara bezahlte bei Ankunft, vielleicht ein neuer Stammkunde. Lord und Lady De Bruyne, Flipper, zahlten gut. Also, okay, die wollten ein bisschen mehr, die beiden. Gäste mit Terminen, Reservierungen, gesonderte Vereinbarungen. Herr Truart Volari braucht die obere, hintere VIP-Suite, wie immer. Aha, aha, aha. Haben wir ein paar Namen, die wir vielleicht irgendwie... Ne, das sind alles ganz normal gewöhnliche Namen. Das könnten vielleicht die Entwickler ihre Nachnamen sein. Man weiß es ja nicht. Manchmal bauen die Entwickler so eine Scheiße ein. Und das ist der Haupteingang, oder? Gucken wir mal. Geht der Schlüssel hier auch? Nein, geht hier natürlich nicht. Aber man kann es aufschließen. Gut. Also sind wir jetzt in der Empfangshalle und wir müssen nach oben. Hier haben wir... Oh, warte mal. Den Raum hatten wir noch nicht. Hey, you want some of this? Oder wo sind wir jetzt? Ja, jetzt sind wir in dem Raum hier. Hier waren wir noch nicht gewesen. Ja, ich kann das sehen. Smells different though. Oh, that's because it's burnt. Aha, Ohrringe. Hm, you ought to give it a try. It's got garlic in it too. Keeps the vampires away. Nah, that stuff is terrible. Wie unfair. Die können ihren Arm wie Michael Jordan 5 Meter strecken und können alles hier anmachen. Hmm. What is that? Sausage. Yeah, I can see that. Smells different though. Oh, that's because it's burnt. Burnt? Hm, lecker. Ganz schön laut hier. Brot haben wir hier. Und eine Nachricht. Männer, räumt bitte nach euch wieder auf. Eure Mütter sind heute nicht hier und selbst wenn sie würden, nicht euren Arsch sauer machen wollen, sondern in Rückenlage arbeiten. Oh Gott. Das ist böse. Das sagt man nicht über die Mutter. Okay, kann ich jetzt hier rein? Die stehen da immer noch, wa? Hey, thought I saw something. Jo, aber da gab's auch nichts zum Stehlen. Gut, wir können nach oben, wir können ins VIP-Bereich. Die nächste Treppe war hier links. Ich gucke gerade, ob es hier noch ein bisschen was... Alter, ich bin gut. Alter, ich muss aufpassen. Okay, jetzt. Pretty sure I heard something. Jetzt nach oben. So, die obere Suite. Wir sind jetzt hier. Wir müssen also in diesen Bereich gehen. Und da war er abgeschlossen. Das heißt, hier ist der VIP-Bereich. Und ich wette, Truart hat das größte Zimmer. Immerhin ist er ja der einflussreichste Mann hier. Er ist der Sheriff. So, die Suite war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Die fette Madame läuft hier noch rum. Ich muss es mir mal bildlich vorstellen. Nein, hier sieht es nicht so sweet. Wir sind jetzt hier hinten. Okay, wir müssen noch eins weiter. Hier hinten ist die Suite.
So, wir haben jetzt den Schlüssel. Es müsste ja theoretisch funktionieren, aber es ist nur für ein... Das kann nicht wahr sein. Wie soll ich denn die Suite aufmachen? Ohne aufzubrechen? Hat die Madame den vielleicht? Weil wir sind jetzt hier vorne und hier ist die... Ist der einzigste... Warte mal, vielleicht gibt es hier einen Geheimgang. Gesundheit. Wenn die Madame den Schlüssel hat, dann müssen wir der hinterher. Das Doofe ist mal, dass mein Englisch nicht das Beste ist. Oh Gott. Und dass ich dadurch nicht immer alles verstehe. Okay, der hat keinen Schlüssel. Oh Gott. Jetzt frage ich mich nur, wo die ist. Hier war nur die... Wir gucken mal nach der Dicken. So, das war der Affenmann. Das war aber ein großes Zimmer. So, das war, ging es zum Ramaritenbereich. Wie viel haben wir denn bis jetzt gestohlen? Boah, das ist ja lächerlich. Das ist ja gar nichts. Warte mal, und hier war nur der Balkon, oder? Ja, hier war nur der Balkon. Ist hier irgendwas zu stehlen? Hier war ja nicht viel. Dann, wo soll ich denn nach der gucken? Oder müssen wir unten irgendwas aktivieren? Ich könnte es ja aufbrechen. Wisst ihr was? Ich breche es jetzt auf. Wird zwar verdammt laut werden, aber was haben wir denn für eine andere Wahl? Wir müssen da rein. Ich muss nur hoffen, dass der weit genug weg ist. Die werden mich definitiv hören. Ich glaube, der hat mich kurz gesehen. Wenn der hier die ganze Zeit im Kreis läuft, wird das schwierig. Was haben wir denn alles? Wir haben eine Mine. Ich will ihn ja nicht umbringen. Wir haben Brot. Mit Brot bewerfen. Einfrieren könnten wir, eine Blitzbombe könnten wir schießen. Was macht er denn jetzt? Wo geht er lang? Er müsste diesen Bereich hier verlassen, sonst hätte ich mitgekriegt. Ich hoffe, wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe sie gerade gehört. Da ist sie. Sie hat den Schlüssel. Oh Gott. Okay, das tut weh. Scheiße, also die ist da unten. Die kommt da gleich lang. Wie komme ich denn so am schnellsten dahin? Is anyone there? Did you notice something funny? Da geht's runter. Wir müssen da runter. Immer den Arsch hinterher. Wir müssten uns doch eigentlich nur ausziehen. Dann könnten wir uns doch selbst als eine ausgeben. Aber die kennen die Gesichter vielleicht. Wobei, eigentlich nicht. Also die kennen vielleicht die... Ich weiß nicht. Irgendwie wäre das eigentlich clever, sich so auszugeben. Man kann es nutzen, dass sie eine Frau ist. So, die Valori ist da hinten lang gelatscht. Jetzt ist die Frage, hat die hier ihre Patrouillen? Läuft hier öfters vorbei? I'm hearing something. Hey, did you notice anything funny? I don't know what everybody... Oh, wo sind wir denn hier? Das sieht schön aus. Das ist ein schönes Zimmer. Und noch ein bisschen Kleingeld. Also wir müssen der Valori hinterher. Die hat den Schlüssel für die oberen Suites. Für die oberen Suiten. Na, wo ist die? Wisst ihr was? Wir warten im Hauptraum. Im Hauptgang. Nein, das war der Spannerbereich. Hier will ich nicht hin. Verdammt, wo bin ich hier?
Hier war ich auch noch nicht. Hallo, schöne Frau. Ich möchte nur mal kurz was nehmen. Dankeschön. Dann verschwinde ich nämlich auch schon wieder. Du lebst doch noch, oder? I don't know what everybody's complaining. Oh Gott. Nee, ich will nicht nach oben. Langsam, langsam kann man sich echt... Nein, da geht's nach draußen. Du kannst nicht singen. Da ist er. Da ist er. Wo läuft sie lang? Yes. Warte, Büroschlüssel? Ich hoffe, das ist der für die Suite. Ansonsten muss ich doch zur Gewalt ansetzen. Ach je, diese Mission, ey. Ich glaube, die meisten haben ein Dauergrinsen. Also ich nicht. Ich bin direkt... Ich habe hier Adrenalin. So, wie komme ich denn... So, jetzt sind wir wieder hier bei der... Langsam kenne ich mich hier aus. Je mehr ich mich hier verdaddel. Nein!